Hallo, es wurde sich auf Instagram gewünscht und ich hatte sowieso den Plan, euch eine Trilogie vorzustellen, die ich sehr, sehr gerne mag. Mittlerweile kann ich auch sagen, dass ich die gesamte Trilogie gelesen habe, denn das war lange Zeit nicht der Fall. Und zwar die von Katrin Pankoll, die, soweit ich weiß, keinen ja, generellen Überbegriff hat. Genau, das Ganze hat logischerweise drei Bände, haha. Der erste ist Die gelben Augen der Krokodile. Der zweite, Der langsame Walzer der Schildkröten. Und der dritte, Montags sind die Eichhörnchen traurig. So. Ich hatte die ersten beiden Bände vor einigen Jahren schon mal gelesen. Und ja, dann verging so die Zeit. Ich wollte gerne den dritten lesen, aber mir war klar, dass ich da keine Chance habe, wenn ich die ersten beiden nicht nochmal lese, weil ich mich absolut nicht mehr dran erinnern konnte, was da so passiert ist. Nicht im Detail natürlich. So, in dieser Trilogie geht es im Grunde um verschiedene Frauen, deren Lebensweg beschrieben wird. Also die Grundstory des ersten Bandes, die aber relativ spät erst beginnt, wundert euch nicht, dreht sich um Josephine und Iris, wie auch immer man den Französisch ausspricht. Die beiden sind Schwestern. Josephine war schon immer so die schüchterne graue Maus und Iris der strahlende Engel, den alle bewundert haben. Die beiden sind erwachsen, sind verheiratet, haben Familie und sind in ihrem Leben ziemlich unglücklich. Josephine findet irgendwann raus, dass ihr Mann sie betrügt. Er zieht danach aus und auf und davon mit seiner neuen Freundin. Iris hat Geld, hat Luxus, hat den Traummann und ein cleveres Kind, aber trotzdem irgendwie nicht genug. Und verplappert sich irgendwann und tut so, als würde sie einen Roman schreiben, wozu sie absolut nicht in der Lage ist, und bittet ihre Schwester Josephine, ihr auszuhelfen und für sie den Roman zu schreiben. Und damit nehmen die Dinge so ihren Lauf. Und wir haben nicht nur die Perspektiven der beiden, sondern auch die Perspektiven ihrer Ehemänner. Wir haben die Perspektiven ihrer Kinder, die Perspektiven ihrer Mutter und ihres Stiefvaters. Also sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven, die man aber ganz gut auseinanderhalten kann. Und also einmal gedanklich, wenn so ein Absatz kommt, die Perspektive wechselt und auch so von deren Geschichten her. Die Bücher selbst haben keine Kapitel. Das ist für mich als Kapitelleserin ja immer so ein bisschen... Also das heißt, wenn ein neuer Absatz kommt, wechselt meist die Perspektive und dann habe ich als Kapitelleserin eben sagen können, okay, hier stoppe ich mal und lese dann irgendwann weiter. Was an den Büchern so besonders ist, ist die sehr blumige Sprache. Also Pankoll beschreibt Emotionen und Geschehnisse wirklich sehr einfühlsam, sehr empathisch, besonders diese ganze emotionale Seite tritt bei ihr sehr stark zutage. Man kann wirklich in die Köpfe der Personen gucken, die Charaktere werden sehr differenziert dargestellt. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die verschiedenen Geschichten, das hat es sehr interessant gemacht, weil wir sehr unterschiedliche Protagonisten hierbei haben. Wir haben zickige, dickköpfige Töchter, die unbedingt Karriere machen wollen, berühmt werden möchten. Wir haben schüchterne Personen, wir haben wirklich fiese, charakterlose Menschen dabei. Also ganz verschiedene Geschichten auch, die alle für sich wirklich interessant sind und die da ganz viel Spannung mit reinbringen, weil man natürlich wissen möchte, wie es für alle weitergeht und wie das alles miteinander verwoben bleibt. Der erste und der zweite Band haben mir sehr gut gefallen. Ich habe dem Ganzen 5 Sterne gegeben. Der dritte ist schwächer. Also ich verrate euch natürlich jetzt nichts mehr großartig über die Handlung, weil ich euch definitiv nicht spoilern möchte. Ich möchte euch auch gar nicht die Freude nehmen, wenn ich sage, dass der dritte Band schwächer ist. Was ich im dritten Band ein bisschen schwierig fand, war, dass mir bei den meisten Personen der Antrieb gefehlt hat. Also alle waren unglücklich, haben gequengelt, haben gejammert, waren unzufrieden mit ihrem Leben, was sich so ein bisschen durch alle drei Bände zieht. Aber in den ersten beiden Bänden wird zumindest noch was dagegen unternommen, ansatzweise. Und im dritten Band habe ich das Gefühl, alle jammern nur rum und warten darauf, dass ihnen was passiert. Damit konnte ich als Leser ein bisschen schlecht umgehen, weil ich natürlich denke, ja, dann nimm dein Leben doch selbst in die Hand. Also gerade wenn man sich an die ersten beiden Bände erinnert, was da schon passiert ist, was auch an Charakterentwicklung hätte passieren können, fällt im dritten Band, genau wie diese Charaktere selbst, gefühlt so ein bisschen in ein Loch. Nicht alle von ihnen, aber doch genug, als dass es mich so gestört hat, dass ich den Band schlechter bewertet habe als die ersten beiden.
Natürlich, wenn man zwei Bände einer Trilogie gelesen hat, ist der dritte Band ein Muss und man möchte auch wissen, wie es ausgeht und verfolgt es wieder gerne mit. Und der Schreibstil ist auch weiterhin sehr schön, aber gerade das detaillierte Beschreiben dieser Emotionen wird im dritten Band manchmal ein bisschen anstrengend, weil es eben so viele Emotionen sind und weil es so düstere Emotionen sind und so leidende. Und das mag ja alles sein und wir haben alle in unserem Leben mal Momente, in denen wir uns denken, ich weiß gerade nicht weiter und ich will gerade nicht mehr und ich möchte mich vielleicht auch einfach verkriechen, ein bisschen im Selbstmitleid suhlen und gar nichts mehr machen, so, und drauf warten, dass irgendwer Glück vom Himmel schmeißt. Aber irgendwann ist doch auch mal gut. Und das hat mir im dritten Band so ein bisschen gefehlt. Es waren auch sehr, sehr viele Beziehungsgeschichten, wo ich dann dachte, okay, klar, alles muss jetzt auch irgendwie zusammengeführt werden, zu dem Ende geführt werden, aber im Gegensatz zu den vorigen Bänden, wo man sehr viele verschiedene Handlungsstränge hatte, die ganz verschiedene Richtungen hatten, war es da eben sehr viel Beziehungskram. Das fand ich jetzt nicht unbedingt ideal. Dementsprechend waren die ersten zwei Bände 5-Sterne-Bücher, der dritte Band war ein 3-Sterne-Buch. Aber wie gesagt, ich möchte euch da nicht die Freude nehmen. Ich meine, ihr könntet theoretisch, ehrlich gesagt, auch die ersten beiden Bände lesen und es dabei belassen, wenn ich euch den dritten jetzt versaut habe, was ich nicht hoffe. Aber irgendwie gehört er eben doch dazu. Und weil ich die Trilogie in ihrer Gesamtheit sehr geschätzt habe, den Schreibstil sehr geschätzt habe und damit auch die Autorin, habe ich hier auch schon Muchachas Tanz in den Tag liegen, was der erste Band der neuen Trilogie von Katrin Pangol ist. Und das Besondere ist da nicht nur, dass sie eine neue, oh, mein Rücken, eine neue Trilogie mit, ehrlich gesagt, wunderhübschem Cover rausgebracht hat. Ihr kennt mich. Ich bin keiner dieser Leute, die nur da rumsitzen und sagen, schaut euch dieses Cover an. In dem Fall sage ich euch, schaut euch dieses Cover an. Ich finde es total hübsch. So. Der erste Band einer neuen Trilogie. Und das Besondere ist eben nicht einfach nur, dass sie wirklich jetzt neue Bücher rausgebracht hat, was ich sehr toll finde, weil die ganze Trilogie kam erst dieses Jahr raus und es lag ein bisschen Zeit dazwischen, sondern auch, dass man vielen Personen aus dieser ersten Trilogie wieder begegnet und ich mag sowas wahnsinnig gerne und ich habe es gefühlt schon 100-mal erlebt, aber erlebt? Nein. Erwähnt? Aber ich verfolge ja Protagonisten sowohl in Filmen, wie jetzt zum Beispiel Forrest Gump oder der seltsame Fall ist Benjamin Button, als auch in Büchern sehr, sehr gern über einen langen, langen Zeitraum ihres Lebens hinweg mit und ich hoffe, dass es damit geschehen wird und freue mich schon sehr darauf, obwohl ich jetzt erstmal wieder eine kleine Pause von ihr brauche. Also gerade der letzte Band war auch noch der dickste, er hatte wirklich um die 800 Seiten und jetzt brauche ich eine kleine Pangol und Josephine und Hortense und wie auch immer Pause. Und dann irgendwann geht's für mich weiter. So. Ich hoffe, trotz meiner, naja, Abstriche am dritten Band konnte ich die Trilogie irgendwie schmackhaft machen. Sie ist wirklich lesenswert. Und es ist vor allem, obwohl es ansatzweise danach klingen könnte, nicht einfach Chicklit. Also ihr dürft da nicht einfach Chicklit und so Frauen-High-Titai erwarten. So langsam fehlen mir die Worte. Es wird Zeit, dieses Video zu beenden. Sondern wirklich was Tiefgründigeres, was Interessanteres mit tollen Geschichten, wunderbaren Charakteren, die sich immer weiterentwickeln und deren Leben in ganz verschiedene Richtungen verläuft. Und das macht diese Trilogie wahnsinnig interessant und ich finde, sie ist was Besonderes auf dem Büchermarkt, die mehr Aufmerksamkeit verdient, denn die bekommt sie irgendwie bisher nicht so richtig. Und ja, wie immer, gebt euren Senf dazu ab in den Kommentaren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!